Gut Leute, ich begrüße euch hier bei Grand Theft Auto 5. Und ja, wir sind hier 5 Leute. Gott sei Dank. Ja, was gibt es wenigstens hier heute neu? Ja, ich hoffe, dass hier wenigstens etwas neu dazu gekommen ist. Wie gesagt, wir werden uns gleich einmal die Jobs anschauen. Also, wie gesagt, die Arena war Sachen ist einmal diese Woche einmal nicht. Ja, also das sind einmal nicht die Zielrennen, ebenfalls nicht. Die Standrennen könnt ihr getrost auch vergessen. Die Rennen allgemein ebenfalls. Beziehungsweise die Route 68 ist auch diese Woche wieder im Angebot. Ja. Wie gesagt, ihr könnt ja auch gutes Geld wieder machen. Deathmatch, ja, haben wir logischerweise eh nichts. Dann Capture. Auch nicht, Last Man Standing wahrscheinlich eher nicht. Last Man Standing haben wir auch nichts. Missionen allerdings haben wir auch, glaube ich, nichts. Leider sind natürlich die Simon-Sachen natürlich vorbei. Also da gibt es leider Gottes nicht mehr den Geldbonusbetrag. Aber man kann es durchaus noch immer spielen, wenn man Geld braucht. Empfehle ich die Radikal Kur 4. Ja. Kann man durchaus alleine spielen, auch auf schwer. Ja. Und die Simon Nomi kann man ge gegebenenfalls auch auf normal alleine spielen. Gut. Was haben wir da noch? Gegnermodus. Haben wir diese Woche. Trading Place. Na, no, was na? Ah ja. Trading Place Remix. Ja. Haben wir da wieder den Werwolf gegen einen Juggernaut. Kann man also wieder gutes Geld machen. Ja. Wie gesagt, unter dem Gegner Modus zu finden. Was sonst los? Eigentlich, ah ja, das ist da. Das Eindeutsch. Also Leibwächter versuchen eine Zielperson zu evakuieren, bevor ein Team von Attentäter sie ausschalten kann. Die Zielperson und die Leibwächter sind besser bewaffnet, aber haben weniger Leben. 3 bis 12 Spieler, naja. Okay, das war's einmal. Also, man muss ehrlich dazu sagen, diese Woche ist wirklich eine traurige Geschichte. Eine wirklich traurige Geschichte.
Ja. Gut. Was haben wir sonst noch? An Aktionen. Wir haben den Festivalbus günstiger. Statt 1.385.000 nun 969. Man kann sich dann natürlich auch hier verschiedene Farben natürlich aussuchen, ja, wie man haben möchte, den Bus, ja, wie man ihn gestalten möchte, ja. Ich meine, ich finde ihn nicht schlecht, ja, aber naja, man muss ihn nicht unbedingt haben, ja. Ja, also man muss ihn nicht unbedingt haben, aber man kann sich hier, wie gesagt, das Design natürlich aussuchen. Ja, 969.500, also der Festival Bus. Haben wir sonst noch was in Aktion? Oh, der MT-Tune. Statt 1.300.000 nun 910.000. Und auch hier kann man sich wieder das gewünschte Design natürlich aussuchen. Ja, das Global Oil oder das Hukaruga Rally. Das kann man sich dann hier, je nachdem, welche Design du möchtest, kann man sich das auch hier ja, selbstverständlich aussuchen. Ja, auch nicht schlecht. Gesagt. Gut, was haben wir da noch in Aktion? Der Denry Stretch ist jetzt auch in Aktion. Ich sag 21.000 statt 30.000. Die Limousine eben auch um etwas billiger Preis. Sonst ist du eigentlich nicht viel mehr in Aktion. Nicht wirklich. Ja, wie gesagt, der Booster kann man sich das Design dann auch aussuchen. Legendäre Motor. Nein, nicht viel. Die Wochen. Rostock. Naja, das ist der Düsenjet. Der B996 die Wochen. Ja. Schon 6,5, 4,5, also 2 Millionen gleich einmal billiger. Also wer Top Gun spielen würde, Wochen,
Soll's ausnutzen. Wer Top Gun spielen will, der soll es ausnutzen. Insel Pickup und der Technical ebenfalls in Aktion. Der Brigade, ja, Carbop. Carbop 1.700.000 auf 1.253.000. Auf 1.900.000 auch der andere Carbop 1.396.000. Limousine mit Bordgeschütz ebenfalls in Aktion. Der Hydra auch in Aktion. Die Walküre in Aktion. Der Mule in Aktion. Der Savage in Aktion. Und Boxweil auch in Aktion. Und der Gefängnisbus ebenfalls. Der Marschall ebenfalls 350. Rhino-Panzer auch in Aktion. Barracks ebenfalls. Bussard-Kampf-Heli. Wer noch nicht hat, aus sein eigen, ja, sollte diese Woche zuschlagen. Ansonsten weiterhin anrufen. Gut, Crusader ist in Aktion. Flughafenbus. Juné. Der Bus ist in Aktion und der andere Bus Dash und auch der Mule, auch der nächste und der Clipplaster ebenfalls in Aktion. So, das war der die Penis. Bravos. Ärgerlich nicht. Dann die Flieger. Das Luftschiff. Der Voltus. Der Nimbus. Luxe Deluxe. Statt 10 jetzt 6. Naja. Der Supervolator. Der Carbon, Heliumsitzer, Swift Deluxe, der normale Swift, Dresa, Miljet, der Dodo, Vesta, Duster, Shamal, Mela, Luxor, der Kuban, Frogger, ist in Aktion. Maverick ist in Aktion. William Titan, Mamatus und Anihilator. Also die halbe Palette faktisch. Diese Woche in Aktion. Schiffe. Alle in Aktion. Die komplette Palette von den Schiffen. Gut, das war's einmal da. Es ist natürlich so, diese Woche, das habe ich schon im vorherigen Video gesagt, dass nun alle Import und Exporte, ja, die Wochen auch wieder in, also wir sind also Import und Export, also die Autohäuser ist damit gemeint, gibt es diese Woche auch wieder gutes Geld zu verdienen, ja, und ja, wie gesagt,
Ja, ich muss eines dazu sagen, diese Woche wird ein bisschen eine trostlose Woche. Ja. Eine trostlose Woche werden. Wie gesagt, Spezies, die Importe und Exporte, ja, mit den Autos, ja. Und ja, wie gesagt, wir kriegen Verkaufsmissionen, Import und Export, ja. Also, naja, es ist diese Woche ein bisschen eine schwache Woche. Eine schwache Woche, waren schon bessere Wochen da bei GTA. Aber wie gesagt, die Verkaufsmissionen sind, wie gesagt, Import und Export, das da die Autohäuser, ich habe nur eines, und die Lagerhäuser. Ja. Wie gesagt, ihr könnt nach wie vor die Simon-Sachen machen und nach wie vor auch die Attentate von Matazzo. Aber wie gesagt, diese Woche ist ein bisschen eine schwache Woche. Ich will nicht sagen eine Scheißwoche. Aber bis zum nächsten Video.